So, jetzt haben wir hier schon wieder ein Minispiel, nachdem wir bei der letzten Folge dieses unglaublich schwere Rätsel, zum Schluss war es gar nicht mal so schwer, das zweite, gelöst haben. Okay, ich glaube, dieses rote Ding kann ich nichts machen. Nein, kann ich nicht. Okay, ich brauche einen Schlüssel, wie komme ich denn da rein? Ich vermute, den muss ich erst suchen. Okay. Schon cooles Gehirn von dem, muss man schon sagen. Drüben ist der Schlüssel. Wie kommen wir da hin? Da komme ich nicht lang. Da oben ist noch eine Anzahl von 33 von den Viechern. Die machen die auch nichts, oder? Okay, da waren wir gerade schon. Jetzt habe ich ein Leben verloren. Also so ein Health. Den Health heben wir uns erstmal auf. Den auch. Ah, jetzt schießen sie. Okay. Und hier kann ich die kaputt machen. Oh. Scheiße. Entschuldigung für den Ausdruck. Aber eigentlich ganz cool gemacht hier. Finde ich ganz nett. Erinnert so ein bisschen an Pac-Man. Ah, okay. Ich glaube, wir haben den Schlüssel. Yep. Ah, jetzt kann ich wohl mit dem Schlüssel zurückschießen, hä? Huh? Oder wie? Ah, keine Ahnung. Na gut. Weil das da oben 33 diese Nummer steht, das verwirrt mich ein bisschen. Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen verlaufen. Ist aber nicht so schlimm. Ah. Ah, ich glaube, jetzt müssen wir die alle kaputt machen. Es werden Viren oder so sein. Ah. Da. Da. Okay. Steht ein Hommage an irgendein Spiel, aber ich glaube nicht mal, dass es Pac-Man ist. Ist da aber sonst kein anderes Spiel. Oh, 20 von den Typen ist schon recht viel, ne? Vor allem, weil die Steuerung nicht so der Hit ist. Jetzt habe ich ihn. Jetzt müssen wir da alle durchsuchen. Hoffentlich reicht die eine Folge dafür. Okay. Fünf haben wir schon erwischt. Half-Packs gibt's genug. Muss ich halt nur suchen. Und dann gehen wir mal nach hier oben. Da war noch einer. Au, Mist, getroffen. Worden. Ein Killerspiel. Oh, da wollte ich ja noch was erzählen. Ich habe letztens auf so einer Seite, wo es alte Zeitungen gibt, habe ich von der... Oh, scheiße. Nein, nein! Gut, das war nichts. Habe ich einen Artikel, eine Zeitung, PC Player oder ihr Vorgänger, das PC Magazin, weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Auf jeden Fall die PC Player war die erste deutsche Spielezeitung überhaupt. Ah, schon wieder verlaufen. Und da habe ich in einer Ausgabe von 1991 einen Artikel, der ungefähr so hieß: Killerspiele. Wie gefährlich sind sie wirklich oder wie gewalttätig machen sie wirklich? Von 1991 gab es dieses Wort also schon. Das ist. Also lange vor dieser, und diese Diskussion gibt es also schon viel länger eigentlich.
Nur ist sie halt öffentlich nicht so bekannt geworden. Erst durch den Dingens, durch den verflixt, wie hieß es? Ich hab mich da schon wieder verlaufen. Durch den Amoklauf, genau. Und diese halt geteilt hatten, weil dann die Mädchen halt so einen total bekloppten waren, der ist ja. Also wenn Frau 23 hat ja letztens wieder einen Bericht gesendet, glaube ich, wo sie behauptet haben, dass es, wo irgendeiner so behauptet hat, dass das ja bewiesen ist, dass die gewalttätig machen und so weiter und so fort. Aber das ist es eben nicht. Diese Studien sind nicht bewiesen. Es gibt genauso viele Studien, die es dafür sprechen und eben auch genauso viele Studien, die dagegen sprechen. Deswegen ist es nicht bewiesen. Und es gibt auch, ich weiß es nicht, ich glaube es war der Pfeiffer, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Gab mal den Fall, dass einer von diesen sogenannten Wissenschaftlern, die kann man ja schon gar nicht mehr so bezeichnen, die das behaupten, schon mal nah dran waren, ihren Doktortitel zu verlieren, weil die eben solche Sachen behaupten, die wissenschaftlich nicht beweisbar sind. Und damit verstoßen sie gegen die wissenschaftliche Arbeit und die Regeln und so weiter war das. Ich brauche ein Healthpack. Ganz dringend. Sehr schön. Und das... Ich weiß nicht, ob es der Pfeifer... Oh, das halt nur ein Strich. Okay, dann... Sobald wir getroffen werden, immer einsammeln. Das ist gut zu wissen. Gut. Ich stotter gerade ein bisschen. Es ist schon spät und so. Und ich... Wenn ich mich hier gleichzeitig konzentrieren und so auf solche Sachen reden, dann fehlen mir einfach mal öfters die Worte. Ich habe das Let's Play ja auch teilweise deswegen angefangen, um meine Rhetorik zu verbessern. Aber ich habe da irgendwie gerade so meine Zweifel dran, dass das wirklich viel bringt, wenn man immer so stottert. Ah, die Steuerung ist beschissen! Kann man das vielleicht mit der Tastatur steuern? Nein, man muss es mit der Maus steuern. Das ist natürlich scheiße. Okay. Aber 27 haben wir ja schon erwischt. Ah, ich sammel sie nicht ein, wenn du volle Leben hast. Okay. 25. Oh, da habe ich einen übersehen. Das ist so bekloppt mit der Steuerung hier. Eigentlich ist das eine ganz coole Idee, das Minispiel, aber die Steuerung ist beschissen. Ah, den haben wir erwischt. Den haben wir auch erwischt. Vor allem muss man bedenken, ihr müsst euch mal die Grafik von 1991 anschauen. Also es gibt ja die Geschichte, dass als Doom damals das so der erste kommerziell erfolgreiche, richtige Ego-Shooter war. Gab es gar vorher schon ein paar, die ähnlich waren, aber Doom war so ziemlich der erste, der wirklich... wirklicher Ego-Shooter war. Und Doom wurde ja tatsächlich indiziert. Und dann gab es eine Zeit lang, wo in Deutschland wirklich jedes Spiel, das aus der Ego-Perspektive war, indiziert wurde. Zum Beispiel, ich werde es vielleicht sogar let's playen, Star Wars Dark Forces, das war ein Doom-artiges Spiel im Star Wars-Universum, wo kein Tropfen Blut zu sehen war, war indiziert. Ich weiß nicht, ob es inzwischen vom Index gestrichen wurde, Doom 1 und 2 wurden ja gestrichen. Aber das würde mich mal echt interessieren, aber ich glaube es fast nicht, dass, weil Dark Forces war zwar damals relativ, relativ bekannt und erfolgreich, ist inzwischen aber kennt es keine Sau mehr. Wobei es eigentlich der Vorläufer einer sehr... Die Vorgeschichte... Es war eigentlich der erste Teil einer sehr erfolgreichen Star Wars Serie, nämlich der Jedi Knight Serie. Das war eigentlich der erste Teil davon. Da spielt man bereits Kyle Katarn. Man kann es sich nur auf Steam kaufen und es läuft auch noch auf Windows 7. Oh, 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 oh. Ganz schlecht. Schnell das Medipack holen. Ah. So. Ich bin aber auch niemand, der sagt, dass die Spiele überhaupt keinen Einfluss haben. Sie haben mit Sicherheit einen gewissen Einfluss. Aber die Schuld für Gewalttaten alleine auf PC-Spiele zu Videospiele zu abzurollen, ist albern. Regen sie vielleicht die Fantasie der Täter an oder so, das kann sein, aber da gehören noch viel mehr Faktoren dazu, nur als Videospiele. So.
Ach, wir haben volles Leben, okay. Oder war ich nur zu... Steuerung ist hier echt beschissen, ihr seht ja wahrscheinlich nicht. Oder zumindest nur selten, wenn ich hier drin bin, vielleicht manchmal. Im Fenster. Aber ich saus hier gerade außen rum mit dem Mauszeiger. Vor allem, weil die Steuerung jetzt einfach nicht funktioniert. Vielleicht ist meine Maus da mit 3500 DPI ein bisschen zu empfindlich. Wofür steht die DPI eigentlich? Das habe ich selber noch gar nicht herausgefunden. Ich weiß, dass es die Empfindlichkeit von den Mausen ist, aber wenn es einer von euch mal rausfindet, könntet ihr es mir ja mal schreiben, was genau das für eine Abkürzung ist. Ich laufe hier im Kreis, merkt ihr es? Wahrscheinlich habt ihr es schon längst gemerkt, wenn ich hier blödes Zeug blabber. So, die Folge ist gleich rum. Es scheint so, als hätten wir das hier gesichert, die Gegend. Oh, und in Planet Side 2, Let's Play wird sich den... Ich habe es schon eine Weile nicht mehr hochgeladen, weil ich es einfach nicht genug Zeit hatte. Ich habe aber weitergespielt. Da wird sich aber demnächst wohl einiges ändern, denn ich bin inzwischen einem Outfit, das ist der Clan, so heißen die Clans in Planet Side 2, beigetreten, mit dem ich sehr viel Spaß habe. Es ist ein deutschsprachiger Clan und ich werde da mal anfragen, ob die vielleicht manchmal einfach mit Let's Play machen. Da werde ich zwar nicht mehr so viel kommentieren und eher mit den Jungs über Taktik und so weiter reden. Es wird also eher ein reines Gameplay-Video dann werden. Der gute KPC-Player ist auch in diesem Outfit. Aber es wird dann auch Folgen ohne ihn geben, wer seine Ausbrüche und seine Stimme nicht so haben kann, muss ich die dann auch nicht anschauen. Außerdem werden wir da wahrscheinlich auf Liftcop spielen. Ich mag den Server zwar nicht so. Nachdem, es kam ja auch ein großes, großes Update raus. Mit 4 GB Größe, wo sie einiges umgekrempelt haben. Und auch neue Waffen und so weiter. Aber auf Liftcop ist seit dem Update irgendwie so, dass die NK mit 40% Bevölkerung fast immer auf dem Server vorhanden ist. Das finde ich ein bisschen schade, weil ansonsten war Planet Side 2 immer sehr ausgeglichen. Aber auf dem Server habe ich eben im Moment noch meinen hochstufigen Char, inzwischen Rang 25. Ah, scheiße. Kommen wir jetzt zu den letzten hin. Da oben ist auch noch einer. Da sind auch noch zwei. Ah. So, sechs. Haben wir noch? Ah, da oben ist noch einer. Oh, getroffen worden. Oh, das ist eine Sackgasse. Das fand ich ein bisschen schade. Ich hoffe, das pendelt sich wieder ein. Und leider muss ich ehrlich sagen, das Update hat in Sachen Balancing und Ausgleich von den Fraktionen nicht so viel gebracht, wie ich erhofft hatte. Kann ich das nicht einsammeln? Komisch. Ich bin auch getroffen worden. Doch. Aber mal sehen, sie werden wahrscheinlich, sie bringen seit dem großen Update immer wieder kleine Updates jeden Tag raus mit so 10 bis 30 Megabyte Größe wieder. Wo sie noch, wahrscheinlich vor allem noch Bugs, die durch das Update reinkamen, fixen. Ich muss sagen, für Free-to-Play und so hat Planet Side 2 ist da echt klasse vom Support her und so, muss ich echt sagen. So, man könnte echt, wenn man das so sieht, kann man nicht glauben, dass das ein Free-to-Play-Spiel ist eigentlich. Das ist echt von der Qualität echt nicht mehr feierlich. So gut ist das eigentlich. Deswegen habe ich Arma 2 in letzter Zeit etwas arg vernachlässigt. Ich glaube zwar nicht, dass einer von den Fun-Gamers zuschaut, ich habe es ja schon mal erwähnt. Aber tut mir leid, Jungs, ich habe euch ein bisschen vernachlässigt. Auch wenn ich noch nicht lange bei euch dabei war, insgesamt auch. Ich muss mal schauen, ob ich Arma 2 überhaupt demnächst... Ich habe es noch gar nicht installiert. Der letzte! Nein, nein, nein! Der bringt uns jetzt doch bestimmt um, wetten? Nein, doch nicht. Ah. Gut, und was müssen wir jetzt machen? Ah.